herzliches Willkommen zur Monatslegung Juni 2024. Allgemein schauen wir uns erstmal an, was so im Monat Juni los ist, astrologisch gesehen, und kommen dann natürlich auf dein persönliches Sternzeichen zu sprechen. Allgemein bedeutet auch immer Prototypen, ja, wir sind ja alle ein Mix aus unseren Horoskopdaten, deswegen es geht hauptsächlich um Sonnenzeichen, man kann das auch auf andere Stellen im Horoskop natürlich ummünzen. Wichtig ist, dass man selbst das Bauchgefühl hat, das spricht mich an, das ist das, was ich wissen will und das hilft mir weiter. Und natürlich Termine, wann etwas stattfindet oder stattgefunden hat und wie man damit umgehen kann. Die Entscheidung triffst du immer selbst. Das ist nur ein Wegweiser, eine Hilfestellung oder vielleicht auch, wie ich das gerne nenne, die Wetterkarte der Energien. Wir haben ja auch Dinge mitgebracht aus dem Monat Mai. Da ist zum Beispiel die Sonne in den Zwillingen, da ist die Venus in den Zwillingen und seit dem 26. auch natürlich der Jupiter in den Zwillingen. Das verändert die Energie insgesamt ganz schön, bringt ein bisschen Unruhe rein, aber auch sehr viel Kommunikation. Man kann damit natürlich auch mehr Kontakte knüpfen, auch Dinge zur Sprache bringen. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der in Verbindung auch mit Venus und auch mit Jupiter natürlich ein bisschen darauf gemünzt ist, die Dinge anzusprechen, die Dinge zu verändern, Transformation durchzuführen im Rahmen der Möglichkeiten, im kleinen wie im großen Rahmen. Und das kann sehr interessant und sehr umfangreich werden. Aber man sollte immer versuchen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren, denn einfach schon alleine die Zwillinge-Energie sorgt dafür, dass sehr vieles gleichzeitig parallel passiert und man vielleicht auch sehr leicht abgelenkt wird. Wir haben zudem natürlich den Pluto ist rückläufig, wir haben den Uranus im Stier, der eben selbstständig schon Veränderungen bringt und natürlich auch dem ein oder anderen Erd- und Wasserzeichen auch die Möglichkeit gibt, selber etwas zu verändern. Das muss man natürlich auch gut überlegen. Wir haben den Merkur im Stier und da ist eben auch Pragmatismus, langfristige Planung, man will sich abstimmen über die Dinge und man will auch Verlässlichkeit da reinbringen. Wenn diese Erdenergien nicht mehr so komplex da sind, muss man selber dafür sorgen, dass man eben auf dem Teppich bleibt, auf dem Boden bleibt. Das ist so das Wichtigste, was wir eben auch aus dem Mai mitbringen in den Juni. Und wir haben dann auch am 3. Juni direkt den Wechsel von Merkur in die Zwillinge. Auch da wieder Kontakte pflegen, neue Kontakte, Austausch. Jetzt muss man auch schauen, wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Einige sind auch gerade die Zwillinge mit Neptun manchmal auch ja Irrtümern aufgesessen oder werden von Gefühlen geplagt, Gedanken, Kopfkino. Ja, und da sind noch einige andere, nämlich auch die Fische selbst. Dann haben wir Schütze und Jungfrau, die eben auch ein bisschen mehr darauf Acht geben müssen, dass sie nicht den ersten Impulsen folgen, sondern eben auch ein bisschen intensiver nachschauen, wie man das umsetzen kann. So, wir haben also jetzt am 3. die Venus in den Zwillingen. Da kommt dann auch im Beziehungsbereich ein bisschen Lockerheit rein. Also wenn man es zu locker sieht, kann das auch zu Schwierigkeiten führen. Dann haben wir eben auch zum 9. den Wechsel von Mars, der sich ja bisher im Widder befand und eine kurze Zündschnur hatte, wie ich das immer gesagt habe, jetzt im Stier. Da kommt ein bisschen Ruhe rein, aber natürlich auch ein bisschen ja, Erfahrungswerte und man ist nicht so flexibel. Ja? Man möchte die Dinge durchziehen. Jupiter und Pluto möchten natürlich auch, dass man Dinge umsetzt, verändert, expandiert, könnte man so sagen, ja. Und da muss man eben auch schauen, dass die Dinge Hand und Fuß haben, ja. Und Saturn geht dann auch so ein bisschen Mitte des Monats dazwischen. Wir schauen erstmal, was uns noch erwartet. Am 17. Juni haben wir dann Venus und Merkur im Krebs. Da kommt das Gefühl mit rein, ja, die familiäre Energie des Miteinanders, ja, der Kommunikation miteinander und der Fürsorge. Das ist schon sehr wichtig, dass man eben da auch ein bisschen mehr auf das
auf den inneren Kreis achtet, also aufeinander zugeht, sich kümmert, ja. Es kann durchaus auch sein, bei sehr gefühlsbetonten Menschen, dass da auch so ein bisschen die Haut sehr dünn ist, dass man sehr leicht eben auch gekränkt reagieren kann. Da sollte man aufpassen. Und was die Finanzen betrifft, sollte man natürlich auch nicht für andere vielleicht zu viel Geld ausgeben, sondern man sollte schon schauen, dass das auch vernünftig passiert. Wir haben am 20. Juni den Wechsel der Sonne von den Zwillingen in den Krebs. Da ist dann auch nochmal Fürsorge, liebevolle Energie. Das Miteinander ist wichtig, gerade bei den Menschen, die einem nahestehen. Ja, und ja, es ist wichtig, dass man da auch gefühlvoll aufeinander zugeht, nicht einfach brachial wird oder so. Wir haben den Merkur in den Zwillingen, der vielleicht auch schon mal die Zunge etwas locker sitzen hat. Wir haben dann aber den Mars im Stier, der vielleicht hilft, ruhig Blut, nicht zu hastig. Und wir haben dann ab 29. den Saturn rückläufig. Ja. Und mit dem Saturn rückläufig ist eben auch die Energie da, dass man ein bisschen mal zurückschaut, ja, was man gefühlsmäßig umgesetzt hat von dem, was man sich vorgenommen hat, wie man zu den Dingen steht. Man kann das rückbezüglich immer noch mal aufarbeiten. Man kann sich darum kümmern, man sollte sich auch darum kümmern, ja, und eben auch ein bisschen mit sich ins Reine kommen, aber nicht böswillig. Also wenn ihr Kritik übt an euch selbst, geht es darum, das aufzuarbeiten, nicht sich zu drangsalieren oder zu bestrafen. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja? Es geht darum, sich selbst zu verbessern, ne? Sich zu optimieren, insofern, dass man mit sich besser klarkommt, sich besser kennt und vielleicht auch Dinge für sich optimiert. Ja. Ich schau mal eben, was wir noch haben. Wie gesagt, die expansive Kraft von Jupiter kann dafür sorgen, dass man sich zu viel zutraut, zu viel wagt. Ja, auch da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Man kann natürlich in der Kommunikation, wenn Merkur in Zwillinge ist, kann man selbstverständlich auch natürlich Dinge umsetzen und charmant sein und entgegenkommt. Ja. Das ist natürlich mit Krebs auch so, aber ich sag mal, die Kommunikation obliegt der Zwillinge-Energie. Ne? Ja, und wir haben dann auch am 4. zum Beispiel, wenn Merkur in die Zwillinge geht, eine gute Verbindung zu Jupiter und auch zu Pluto. Der ist ja noch rückläufig im Wassermann, auch eine ja, Schwert- oder Luftenergie, wo man eben auch Dinge wieder beilegen kann, besprechen kann oder man bildet sich einfach weiter. Das ist durchaus auch möglich. Ja, wir haben am 6. Juni Neumond in den Zwillingen. Ja, und da, ja, da kann es sein, dass man plötzlich und unerwartet vielleicht irgendwelche Dinge anders sieht und man auch im Beziehungsbereich, ja, ich sag mal, ein bisschen unstet ist. Da muss man natürlich sich selbst hinterfragen, ob man das so machen möchte. Denn es gibt dadurch auch gefühlsmäßig so ein bisschen eine Abkühlung im Sinne von, man überlegt, ist das wirklich so richtig? Und man ist vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst fokussiert, ja. Venus und Saturn sind dann am 8. im Quadrat. Das bedeutet eben, man stellt alles in Frage. Ja, und das kann natürlich sein, dass man da eben auch ein bisschen egozentrisch wird. Man soll aber bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir am 9. die Sonne in Zwillinge im Quadrat zu Saturn auch noch. Ja, und da wechselt ja der Mars in den Stier. Da ist so ein bisschen dieser Zweifel drin. Mache ich das Richtige? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, der steht auch noch, der Mars im Stier steht auch noch kritisch zum Pluto zwischen 10. und 12. Juni. Und da kann man eben auch so ein bisschen übertreiben. Ja, einmal, dass man zu stark den Egoismus fördert, zu stark vielleicht auch auf seiner Meinung beharrt, zu rechthaberisch ist. Das kann durchaus vorkommen.
Und das kann so am 12. seinen Höhepunkt haben, wenn Merkur in Quadrat geht zu Saturn. Also keine leichte Energie, aber wenn man das im Vorfeld weiß, kann man vielleicht ein bisschen vorsichtiger an diese Dinge herangehen. Ja? Sonne und Merkur haben eine Konjunktion am 14. Ja? Man ist vielleicht auch ein klein wenig kritisch, negativ eingestellt, aufpassen. Merkur und Venus gehen auch eine Verbindung ein, auch zwischen 16. und 18. Und die stehen dann auch am 17. in Quadrat zu Neptun. Also da müssen die Betroffenen mit Neptun ganz besonders aufpassen, ja, am 17. Und man hinterfragt die Dinge, man schaut nach Neuem. Aber wichtig ist, dass man mit der Zwillinge-Energie auch nicht einfach alles einfach stehen und liegen lässt, sondern dass man wirklich auch in sich hineinschaut und die Gefühle beachtet. Wir haben ja dann auch am 17., wenn Venus und Merkur in den Krebs wechseln, dass sie sich dann im Laufe des Tages wechselt das, ja, am 17. Und da ist natürlich mit Neptun wieder ein bisschen mehr positive Energie, ja. Das wechselt dann. Also man wird dann sanfter oder auch ein bisschen gefühlvoller. Das kann nicht schaden. Vielleicht ist das dann auch letztendlich eine gute Energie, ja. Man sollte tatsächlich mit Neptun, das sage ich auch immer in den Kartenlegungen, nicht zu hochfliegende Pläne haben, zu hohe Erwartungen, ja, an sich, an andere, an die Entwicklung der Situation. Man sollte eben gemäßigt daran gehen, ja. Wir haben dann, wenn die Sonne am 20. in den Krebs wechselt, ja, haben wir vorher auch die Sonne im Quadrat zu Neptun, ja. Und da ist so eine gewisse Unzufriedenheit, bevor die Sonne dann in den Krebs wechselt. Das wird erst abends der Fall sein. Ja, das bedeutet, dass man da eben auch den Ball flach halten sollte. Ja, wir haben Sommersonnenwende und ja, ruhig angehen, wenn die gefühlvolle Energie kommt, behutsam damit umgehen, sich selbst auch so ein bisschen ja beobachten oder in sich hineinfühlen, wie man sich fühlt. Nichts überstürzen, klar. Und dann haben wir Vollmond im Steinbock am 22. Und da haben wir dann wieder so diese pragmatische Energie auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Ja, man kann sich auch Unterstützung suchen, man kann auch mit anderen darüber sprechen. Gerade auch am 26., ja, da haben wir ein Trigon zwischen Merkur und Saturn. Also es geht darum, die Gefühle einzubinden, die Sachlichkeit, also Realität und Gefühl wieder miteinander zu verbinden. Und das ist eben auch mit Venus und Mars ab 27. sehr schön, dass man eben nicht nur auf der Gefühlsebene, sondern auch auf der sachlichen Ebene miteinander kommuniziert und sich auf Dinge einigen kann, wo man sich dann auch gut fühlt. Und diese Energie hält auch noch bis Juli an. Man hat eben mehr Einsicht, was den oder die andere bewegt und kommt sich dadurch näher, hat eine tiefere Verbindung. Dann haben wir eben auch eine, ja, wir haben ja gesagt, Saturn wird rückläufig am 29. Da geht es wieder darum zu hinterfragen, wie habe ich das umgesetzt im Gefühlsbereich und was gilt es da noch zu beachten, zu verbessern. Ne? Am 30. haben wir dann auch ein Sextil zwischen Merkur und Uranus. Ja? Merkur ist ja jetzt in Krebs, Uranus ist im Stier, eine gute Verbindung. Und da geht es eben auch darum, Veränderungen nicht von vornherein abzulehnen, sondern auch die Möglichkeit zu sehen, neue Wege zu gehen, sich miteinander natürlich zu verbinden, auch über den rückläufigen Saturn, dass man da eben auch sich näher kommt, indem man auch Dinge für möglich hält, die man vielleicht auch vorher nicht kannte, also sich neuem gegenüber
aufgeschlossen zu verhalten. Das ist jetzt mal so ein Rundumblick über den Monat Juni, was uns erwartet, was auf uns zukommt, wie die Dinge sich entwickeln können, wie das bei den einzelnen Sternzeichen aussieht, schauen wir uns gleich an. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge, wir sind im Monat Juni. Und wir wollen uns natürlich anschauen, wie das für die Zwillinge so astrologisch aussieht. Allgemein natürlich, Prototyp könnte man fast sagen, oder Stereotyp ist die bessere Ausdrucksweise. Wir sind ja alles auch Mischungen in unserem Horoskop von verschiedenen Energien, die uns natürlich leiten. Aber wir können natürlich schauen, wie es so für dein Sonnenzeichen Zwillinge aussieht. Das sieht ja sehr gut aus mit Sonne, Venus und auch Jupiter im eigenen Zeichen. Wichtig für dich, und da ja, wiederhole ich mich auch, nicht übertreiben, schön auf dem Teppich bleiben und die Dinge auf Machbarkeit prüfen und vor allen Dingen dir nicht zu viel vorzunehmen. So, wir haben weiterhin eben auch tolle Energien bis zum 7. Juni zwischen Jupiter und Pluto. Pluto ist ja rückläufig im Wassermann, auch ein Luftzeichen oder Schwertzeichen, wie du auch eines bist. Und da ist die Verbindung, die Dinge zu klären, zu besprechen, sich auszutauschen, sich wohlzufühlen, eben auch das Gefühl voranzukommen. Wie gesagt, solange man nicht übertreibt. Ja, da haben wir dann auch ja schöne Energien am 4. Und da sollte man dann eben auch seinem Gefühl auch ein Stück weit folgen. Ja, du hast natürlich weiterhin mit Neptun zu tun, ja, der immer mal wieder Unsicherheiten bringt, Kopfkino, Verbindungen gedanklich, die vielleicht, naja, Sinn machen würden, aber nicht realistisch sind, weil nicht bewiesen. Also halte dich am besten immer an die Fakten, die Dinge, die du wirklich weißt und nicht die Dinge, die du vermutest, ja. Das ist ganz wichtig, ob das jetzt privat ist oder beruflich, ja. Ja, wir haben eben auch bis zum 8. auch privat und so weiter tolle Energien. Wir haben dann aber ein Quadrat zwischen Venus und Neptun am 8. Da kann man mit Leichtigkeit natürlich auch schnell übertreiben. Da sollte man aufpassen, ja. Und du kommst dann auch ins Grübeln vielleicht, ob die Dinge so sind, wie du dir das gedacht hast oder ob das wirklich so stimmt. Versuche diese Zweifel durch die Realität, durch das, was du tatsächlich erlebst, auszuräumen oder mit deinem Gegenüber freundlich und angenehm zu sprechen. Ja, das ist ja so dein Steckenpferd, die Kommunikation ist dein Ding. Wir haben dann, es gibt am 12. wieder etwas, was nochmal hochkommen kann, auch mit Merkur und Saturn im Quadrat. Ja, man sollte da ruhig reagieren, vielleicht auch einfach nur zuhören, wenn jemand irgendwas wieder aufbringt. Ja, denn am 14. und 15. hast du mit Sonne und Mond im Quadrat und auch mit Sonne Merkur so ein bisschen Schwierigkeiten, vielleicht das komplett zu überblicken. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, es kann sein, dass du einfach gewisse Dinge nicht auf dem Schirm hast. Auch das ist nicht schlimm. Aber es wäre schlimm, daraus dann trotzdem Entscheidungen zu treffen oder etwas zu sagen. Wenn du etwas nicht weißt oder dir nicht sicher bist, dann solltest du dir zumindest eine Denkpause verschaffen oder Bedenkzeit oder zu sagen, ich prüfe das, je nachdem, worum es da geht. Keine vorschnellen Entscheidungen, auch wenn Neptun oder auch Jupiter dich dazu verleiten, ja, wir schaffen das. Nee, mach langsam. Es ist wichtig, sich nicht zu übernehmen, damit die Dinge auch wirklich zum Erfolg führen. Das sage ich immer wieder und da werde ich dich auch mit nerven. Also, wir haben dann auch, wir haben auch am 17. dann den Eintritt von Venus und Merkur im Krebs oder in den Krebs, ja. Und das kann schon dazu führen, dass entweder du oder dein Gegenüber da oder beide sogar eben ein bisschen dünnhäutig sind. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, ja. Und nicht so schnell irgendwas raushauen. Ich glaube, da ist es wichtig,
sich ein bisschen auf die Situation und das Gegenüber einzustellen. Lass dir bitte Zeit und hau nicht irgendwas raus, gerade auch im Beziehungsbereich. Wir haben dann am 20. auch die Sonne in Krebs. Man sollte da sehr behutsam mit umgehen, ja. Und Neptun kann dir manchmal eben auch so Gedanken geben, wie so, ach, ist mir doch egal oder so, oder ich kümmere mich nicht drum, ich schaffe das schon. Nee, nee, halte dich an das, was du weißt. Wenn du mit jemandem zusammen bist, dann weißt du auch, wie der oder die reagiert oder wie empfindsam die Person ist. Und du selber brauchst natürlich auch so ein bisschen ein Radar dafür, was geht und was nicht. Und wenn du da nicht genau weißt, dann zieh dich lieber ein bisschen zurück und sag, ich überlege mir das oder wir sprechen da später drüber. Das wäre eine gute Idee. Ja, wichtig ist, dass du auch mit dem rückläufigen Saturn die Dinge nochmal in Rückschau betrachtest, wie die Dinge im Gefühlsbereich gelaufen sind, was du verbessern kannst oder ein bisschen ja arbeiten kannst dran. Ich denke, du bist sehr erfolgreich. Für dich ist es nur wichtig, bei der ganzen Energie, die um dich herum eben expandiert, nicht selbst dich da anzuschließen und zu viele Dinge gleichzeitig zu tun. Das ist deine Herausforderung, aber wenn du die meisterst, wirst du auch erfolgreich sein. Also viel Erfolg im Juni und wir schauen uns das in den Karten für dich an. Ja, herzlich willkommen, lieber Zwilling. Wir sind im Monat Juni und wir wollen uns anschauen, was geht. Ja, natürlich hast du starke Energien mit Sonne, Venus und Jupiter im eigenen Zeichen. Und ja, wir haben zu Beginn auch am 3. dann den Merkur auch noch in den Zwillingen. Das ist sehr gut. Wir haben Neumond am 6. in den Zwillingen für Neubeginne gut. Und ja, dann wird ab 17. Krebsenergie sehr stark. Da muss man sehr sensitiv mit umgehen. Venus und Merkur wechseln in den Krebs und am 20. auch die Sonne. Du hast eine starke Energie mit Jupiter und Pluto natürlich, die dich nach vorne treibt, wie uns alle. Jedoch sollte man sehr vorsichtig sein, man soll nicht übertreiben. Und auch natürlich die Bodenhaftung nicht verlieren. Das ist ganz wichtig. Mit Neptun und Saturn in den Fischen hast du auch mit Neptun zu tun. Vorsichtig davor. Und wir schauen mal, was wir für dich haben als Zwilling in diesem Monat. Ja, vieles Neues kann passieren. Vor allen Dingen auch am 8. Also stell dich drauf ein, aber bleibe geerdet. Das ist wichtig. Direkt am nächsten Tag kann aufgrund der vielen Ereignisse eben auch sein, dass du alles hinterfragst, in Frage stellst, ja. Vor allen Dingen auch mit Neptun, der dich ja sowieso unter der Kandare hat und deine Gefühle, Gedanken und so weiter natürlich auch irritiert. Ja, auch am 12. haben wir eine Energie, die eben dazu beiträgt, dass man vielleicht auch ein bisschen nachdenklich wird. Da ist ein Quadrat zwischen Merkur und Saturn. Zwischen 14. und 15. bist du auch verwirrt. Also es ist wahrscheinlich die starke Neptun-Energie, die dich da so ein bisschen rauszieht. Und da ist natürlich schwierig, irgendwas zu entscheiden oder voranzukommen. Nimm dir bitte Zeit dafür, auch wenn du das Gefühl hast, ja, du stehst unter Strom und möchtest das schnellstmöglich umsetzen. Es ist oder wäre keine gute Idee, trotzdem etwas zu entscheiden. Auch kann es sein, dass du sehr konkrete, sehr anspruchsvolle Vorstellungen von Dingen hast. Das kann vor allen Dingen am 17. im privaten Bereich zu Stress führen. Auch Gefühle klären ist wichtig. Also nicht nur das Äußerliche, das Finanzielle und so. Und du solltest dir darüber klar sein, was du möchtest und wo du hin möchtest. Also was deine Gefühle dir sagen. Dafür solltest du dir in jedem Falle Zeit nehmen. Wir schauen jetzt mal allgemein, was für den Zwilling so drin ist. Und auch ganz wichtig ist, dass du natürlich auch ja Ruhe bewahrst und eben auch hinterfragst mit Neptun. Da kann nämlich einiges auch verquer laufen.
Unterstützung ist auf jeden Fall da. Wir haben Informationen sammeln. Das bedeutet auch, wenn etwas unklar ist, sich die Hintergründe mitteilen lassen, sich informieren. Wir haben freundliches Entgegenkommen mit dem Page der Kelche. Wir haben ganz viel Liebe, ja auch mit Venus im eigenen Zeichen. Das solltest du natürlich genießen und auch, ich sag mal, mit Bedacht angehen, also nicht zu unvorsichtig damit umgehen, Gespräche auf Augenhöhe, ja, sehr sensitiv, also Gefühle sind da schon sehr wichtig. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Authentizität sind wichtig. Und die 7 der Schwerter. Wir haben ja, wie gesagt, mit der Neptun-Energie auch so eine Sache wie Hörensagen oder jemand hat ein tolles Angebot oder er verspricht dir irgendwas, ja. Natürlich kannst du dir auch selber was von irgendwem oder irgendwas versprechen. Halte dich an die Fakten, ja. Obsession, übermäßiger Ehrgeiz kann da drin sein, Steinbock-Energie, man übertreibt, man übersteigt vielleicht seine Kompetenzen, man überschätzt sich, da muss man aufpassen. König der Kelche ist liebevoll und fürsorglich, aber zugeknöpft. Das heißt, gewisse Dinge muss man nicht nach außen tragen, ja. Es ist auch so, wenn man zu vielen Leuten zu viel erzählt, dann kann es natürlich sein, dass der eine oder andere auch intervenieren kann, ja, wenn zu viele Leute Bescheid wissen. 9 der Kelche, Wunscherfüllung, das hat auch was mit Beziehung zu tun, dazu kommen wir aber später noch. Und wir haben die 3 der Kelche, Geselligkeit, Miteinander, Gesellschaft an sich oder auch gesellschaftliche Stellung. Und die 6 der Schwerter. So, was ich jetzt hier sehe, ist, dass du dich bei Neuem natürlich informieren musst, was dich erwartet, welche Anforderungen vielleicht da gestellt werden, ob das was für dich ist, ja. Wir haben hier Authentizität und Ehrlichkeit auch in Bezug auf Gesellschaft, aber ich wäre vorsichtig, wem ich was erzähle. Hier haben wir die Wunscherfüllung und da haben wir gerade auch am 17. den Punkt, dass du möglicherweise ein bisschen zu anspruchsvoll daherkommst. Liebe, Zurückhaltung, ja, es kann durchaus sein, dass man da ein bisschen vorsichtig ist und das ist auch nicht verkehrt. Man muss nicht direkt aufs Ganze gehen, nur weil man jemanden toll findet. Und Freundlichkeit ist wichtig, Einfühlungsvermögen ist wichtig für dich selbst, aber auch in Bezug auf andere, damit du weißt, wie die unterwegs sind. Und es kann aber auch sein, dass jemand mit einem freundlichen Gesicht dich vielleicht irgendwie in die Irre führen möchte oder dir was andrehen möchte in irgendeiner Form. Es kann auch Arbeit sein, ja. Also lass dich nicht einlullen oder einwickeln. Das ist wichtig. So, schauen wir mal. Page der Kelche im Juni. Da haben wir die 10 der Schwerter. Du hast schon da so deine Erfahrungen mit dem ein oder anderen gemacht, der sehr nett zu dir war und im Nachhinein stellte sich heraus. Nun ja, es war halt Eigennutz, ja. Wir haben die 10 der Kelche, wir haben den Ritter der Schwerter. Das ist also möglich und jetzt auch mit der expansiven Energie auch drin, dass du sehr schnell für etwas oder jemanden dich begeisterst oder sehr schnell verliebt bist. 2 der Kelche, König der Kelche. Also Vorsicht ist geboten, ja, 2-mal den König der Kelche. Das bedeutet nicht, dass du misstrauisch sein musst, aber du solltest es langsam angehen. Königin der Schwerter, der Turm. Weniger ist mehr. Man muss sich erst um das, was gerade ansteht oder auch die Hindernisse, die man gerade bearbeitet, kümmern, bevor man auf was Neues gehen kann. Ja? Und deshalb ist es wichtig, auch daran festzuhalten, das zu Ende zu führen. Mit den 7 der Schwertern haben wir den König der Münzen. Stabilität und Sicherheit. Das bedeutet, vielleicht ist es auch ganz neu für dich, an einer Sache wirklich langfristig festzuhalten und dich nicht so schnell wieder auf was Neues zu fokussieren, sondern dran zu bleiben. Das bringt dir aber sehr viel Positives ein. Das ist hat was mit Geld auch zu tun, mit Sicherheit, Stabilität, aber auch mit Dankbarkeit und Demut für das, was man hat. Man wird sich dessen erstmal bewusst. Der Teufel, ja, der Ehrgeiz und wir haben den Ritter der Münzen. Je geduldiger du bist, je akribischer du an den einzelnen Dingen arbeitest, desto erfolgreicher wirst du werden. Obwohl dir der Ehrgeiz im Nacken sitzt. Also das ist wie so Engelchen und Teufelchen, die auf deiner Schulter sitzen und miteinander kämpfen. Und dass du einen gesunden Mittelweg dazu wählst. König der Kelche, liebevolle, sensitive Energie. Und wir haben Mäßigkeit.
Gefühl und Intellekt sollen in Einklang kommen. Also auch wenn du dich in eine Sache oder einen Menschen verguckst, heißt es Ruhe bewahren. Eins nach dem anderen, nichts überstürzen, Gefühl und Intellekt müssen übereinstimmen. Mit den Neun der Kelche die Wunscherfüllung, also auch vielleicht ein bisschen gewagte Ansprüche, die du stellst, kann zu Ärger führen. Du musst dich damit auseinandersetzen, ob du nicht manchmal ein bisschen zu hoch greifst, was die Ansprüche zum Beispiel an deine Mitmenschen betrifft. Also gewisse Voraussetzungen, die jemand erfüllen muss, mit dem du gut auskommst oder vielleicht auch an dich selbst, ja, dass du selbst so hohe Ansprüche hast, auch in Bezug auf Freundschaften, Partnerschaften und auch für die Dinge, für die du dich begeisterst oder im, wo du das Vertrauen zulässt, ne? Gesellschaft oder Geselligkeit haben wir die Fünf der Kelche. Da ist so das Gefühl, nicht wirklich irgendwo dazu zu gehören oder vielleicht nicht genügend Einfluss zu haben. Ich glaube, dass du mit Neptun auch manchmal gar nicht weißt, wie groß dein Einfluss eigentlich ist, dass dir da vielleicht so ein bisschen dieses Selbstwertgefühl manchmal fehlt und du da auch nicht tiefer drauf eingehen möchtest, weil du denkst, ach, da habe ich eh keine Chance oder die verachten mich oder sonst was. Versuche, neutral zu bleiben. Ich kann dir sagen, mit den zwei der Kelche, du musst dich nur rumdrehen, du musst deinen Dingen folgen. Dann wirst du auch erfolgreich sein und die Achtung oder der Respekt, den du dir wünschst, den muss man sich ja erst erarbeiten mit der Zeit. Das Vertrauen und das Aufeinanderzugehen folgt dann. Sechs der Schwerter und die Acht der Kelche. Du bist offen für Neues, absolut, schon immer gewesen. Es kann auch viel Neues jetzt gerade im Juni auf dich einstürmen. Das ist auch manchmal, das birgt die Gefahr, dass man sich zu schnell auf zu vieles einlässt. Und das ist ja auch etwas, was der Zwilling in sich trägt. Und aus diesem Grund ist es ja so wichtig, Geduld zu haben und jetzt nicht nur dem Ehrgeiz zu folgen. Natürlich sollst du das erreichen, was du dir vorgenommen hast oder was vor dir liegt. Aber du sollst nicht irgendwie dich doppelt und dreifach schlagen, indem du 10 Dingen gleichzeitig folgst. Du musst und sollst Prioritäten setzen. Also, dass du sagst, 1-2 Projekte, um die ich mich kümmere, der Rest ist dann Luxus, wenn ich noch Zeit dafür habe, ja. So wäre es ein Weg zum Erfolg. Weil du musst dir das so vorstellen, wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, je mehr du dir eben Verantwortung auflädst, desto weniger Zeit hast du für die einzelnen Projekte. Und ich glaube auch, dass es manchmal viel ist in einem Projekt und in einem anderen weniger, aber das wechselt sich ja auch ab. Du brauchst eben auch so ein bisschen Zeit dazwischen, auch Ruhephasen, auch wenn dich das stört, aber es ist wichtig. Wir haben für dich den Elefanten, lerne aus der Vergangenheit. Du hast schon einiges an Erfahrung gesammelt. Du weißt, dass es nicht immer gut ist, sich so vieles aufzuladen und du versuchst es aber immer wieder, ja. Und deshalb merkst du auch immer, dass das nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt versuchen wir es mal hoffentlich anders. Ich lese dir mal vor, was der Elefant besagt. Auch wenn wir uns oft wünschten, wir könnten die Vergangenheit hinter uns lassen, erinnert uns der Geist des Elefanten daran, dass Erinnerungen bedeutsam sind. Wir müssen die Weisheit früherer Generationen respektieren, in deren Traditionen, die sie an uns weiterreichen, der Respekt vor der Gemeinschaft und die Verbundenheit ihrer Mitglieder untereinander zum Ausdruck kommt. Was gestern war, prägt das, was wir heute erfahren. Und niemals dürfen wir unser Erbe der Stärke und Würde vergessen. Der Geist des Elefanten tritt mit seiner Botschaft auf, dass wir würdigen sollen, was vor uns kam, um daraus zu lernen. Wir alle sind erinnerungsorientierte Wesen und wir müssen wissen, woher wir kommen, um zu verstehen, wo wir jetzt sind und wohin wir gehen. Dabei können die Geschichten über das, was du persönlich erfahren hast, die Geschichten in unserem kollektiven Gedächtnis und die Geschichten der Beziehungen, die du hattest, auf sehr unterschiedliche Weise erzählt werden. Welche Art von Geschichte wirst du erzählen? Der Geist des Elefanten ermutigt dich, ihr eine Form zu geben, die in dir ein Gefühl der Stärke und Würde bewirkt, denn du erweist dir selbst Respekt, indem du dich dafür entscheidest, aus deiner Vergangenheit zu lernen. Der Allgeist hat seine Freude an deiner Bereitschaft zu lernen und zu wachsen.
Also ist das ja auch diese Geduld und dieses Abwarten, dieses Prüfen, dieses genauer sein und sich nicht zu verzetteln, eine Lektion, die du vielleicht schon des Öfteren versucht hast, aber nie zu Ende geführt hast. Wir haben hier die Erfahrung, ne? Auch die schönsten Dinge erfordern Engagement, erfordern Zeit, ja? Und man verliert halt das Interesse, wenn man immer, ich sag jetzt mal, vor eine Wand läuft oder wenn etwas nicht zum gewünschten Erfolg führt. Das ist frustrierend. Deswegen wollen wir versuchen, die Dinge, die wir uns jetzt aneignen oder für die wir arbeiten, eben durchzuhalten bis zum bitteren Ende, damit das eben zum Erfolg führt. Also eine andere Herangehensweise, eine andere Art des Erfolgs, der dir hoffentlich das bringt, was du dir so sehr wünschst. Deine Freiheit, Unabhängigkeit, ja, dass du eben da landest, wo du hin möchtest. Aber es ist auch ein sich selbst überwinden. Es ist so ein bisschen auch den inneren Schweinehund besiegen, ja. Weil was in uns verankert ist oder was wir uns angeeignet haben, das können wir nicht von einem Tag auf den anderen einfach anders machen und ablegen. Das bedarf der Mühe, der Sorgfalt, der Geduld, ja. Und deswegen glaube ich auch, dass dir das manchmal ganz schön schwer fällt. Und da solltest du dich auch vielleicht damit belohnen, dass du dir mal was leistest oder dich in irgendeiner Form eben auch selber, ja, ich sag mal, hochleben lässt in irgendeiner Form, ja. Wichtig ist, dass deine Ansprüche auch anderen gegenüber, aber auch dir selber gegenüber nicht zu hochtrabend werden. Da haben wir ja am 17. auch diesen Termin, wo es krachen könnte in Beziehungen, wenn man da vielleicht ein bisschen zu selbstsüchtig oder unachtsam ist. Also achte schön darauf, wie die Dinge verlaufen. Nimm dir Zeit zwischendurch auch mal, dich einzufühlen, auch wie deine Mitmenschen dich und deine Sache wahrnehmen. Und ich glaube, dass du da wichtige Erkenntnisse draus ziehen kannst, ja? Und lerne aus der Vergangenheit. Ich denke, das kriegst du hin. Ich wünsche dir natürlich einen traumhaft schönen Juni und wir schauen uns jetzt noch an, wie es in Beziehungen so aussieht. So, mein lieber Zwilling, wir schauen uns an, was wir astrologisch im Monat Juni für dich haben in Beziehungen. So, du hast natürlich am Start Sonne, Venus und natürlich Jupiter, großartige Energien, aber die können dich auch leicht ablenken, wie du weißt. Wir haben auch den Neptun in den Fischen, du weißt, auch da ist eine klare Sicht nicht immer drin, auch im Gefühlsbereich, kann verwirren, kann auch selbst so ein bisschen unstet machen. Und wir haben dann ab 2. auch den Merkur in den Zwillingen, also deinem Zeichen. Und damit, ja, geht's halt so ein bisschen drunter und drüber auch. Man ist sich vielleicht auch selbst nicht immer so ganz sicher. Wenn der Mars in den Stier am 9. kommt, wird alles ein bisschen ruhiger, gedämpfter, ja. Venus und Merkur wechseln am 17. in den Krebs. Da wird es familiär und eng und kuschelig. Und das kann so ein Moment sein, wo du Reis ausnehmen möchtest, ja, wo es dir zu eng und zu kuschelig wird, ja, tatsächlich. Die Sonne wechselt am 20. in den Krebs und die ganze Krebsenergie ist mit einer gewissen Vorsicht zu beachten. Es kann sein, dass der eine oder andere oder du selbst auch mit Neptun ein bisschen überempfindlich ist, alles persönlich nimmt und auch mit Äußerungen in der Sprache sollte man bedacht umgehen. Das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, aber es wäre ganz gut. Der Saturn wird am 29. auch noch rückläufig in den Fischen. Da geht es auch darum, sich selbst zu hinterfragen, wie man mit Gefühlen und so umgegangen ist im letzten Halbjahr ungefähr. Wir haben auf jeden Fall viel Abwechslung im Monat Juni, ja, vor allen Dingen auch bis zum 8. Mit Neptun kommt am 9. so ein bisschen der Gedanke, ist das wirklich so richtig? Sollte ich das so machen? Ja, dann frag, dann tausch dich aus, aber wirklich nur mit Leuten, die du gut kennst, die dich gut kennen, die dein Vertrauen genießen, ja. Ja, wir haben da viel Verwirrung drin, sowohl beruflich als auch privat, bis Mitte des Monats. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das jetzt im Privatleben ist oder beruflich, nimm dir Zeit dafür. Lass dich nicht hetzen oder setz dich nicht selbst unter Druck, ja. Du könntest im Juni am 17. vor allen Dingen, ich guck mal gerade, wir haben den Neptun da auch quer am 17., dass du da einfach zu hohe Erwartungen hast, entweder an dich oder an die Beziehung an sich, ja,
und das könnte eine mögliche Beziehung oder vielleicht auch eine bestehende gefährden. Sei da bitte geerdet nach Möglichkeit. Nimm dir Zeit, auch für dein Gefühlsleben. Es ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch am 29. dann den rückläufigen Saturn. Ja? Bevor du irgendwas entscheidest oder was Dummes vielleicht auch machst, ja, nimm dir Zeit dafür. Sag, du musst dir das überlegen oder du musst dich sortieren oder irgendwas, aber entscheide nicht zwischen Tür und Angel. Das könnte eben auch im Privatleben mehr als riskant sein. Ja, es ist nur ein Vorschlag, wie du das handhabst, ist natürlich deine Sache, aber ich kann dir das nur ans Herz legen, dass du da eben nicht einfach Hals über Kopf einfach die Freiheit suchst und dann vielleicht dastehst und denkst, boah, hätte ich mal nicht machen sollen, ja. Aber wir schauen uns das jetzt mal für dich in den Karten an. Oh, liebe Zwillinge, wir sind im partnerschaftlichen Bereich, ja, bei der Legung. Wir wollen uns natürlich anschauen, was da so drin ist. Venus ist erstmal in deinem Zeichen, wechselt gegen 17., ja, in den Krebs. Und da ist natürlich Vorsicht geboten. Krebsenergie ist sehr sensitiv, sehr fürsorglich, aber eben auch hypersensibel. Und das kann dich selbst betreffen. Du hast ja auch mit Neptun zu tun. Achte auf deine Intuition, auf das, was dir dein Bauchgefühl sagt. Und achte grundsätzlich ein bisschen mehr auch auf deine eigenen Gefühle. Das ist so mein Tipp. Die Krebsenergie ist dann auch mit Sonne in Krebs verstärkt. Und wir haben ja auch gehört, dass am 17. es krachen kann in Beziehungen, wenn man da ein bisschen unachtsam ist. Und wichtig ist in allen Bereichen, erst denken, dann handeln und erst prüfen und dann handeln, ja. Wir schauen mal so allgemein, wie das in Beziehungen im Juni für dich aussieht. Denk dran, du entscheidest immer, wie die Dinge laufen. Die Karten und die Astrologie sind halt nur Hinweise, Orientierungshilfen. Wir haben das Ass der Münzen. Das bedeutet, das, was du im Juni auch in Beziehungen ja in Gang setzt, ne? Das ist ja das Ass der Münzen ist ja wie so ein Samen, den du siehst. Das wirst du dann auch entsprechend vorfinden. Also das, was du selber eingibst, mitbringst, ja, was du einbringst in Beziehungen, ne, kann auch entsprechend wachsen und gedeihen. Thema ist der König der Münzen. Das ist die Erdenergie, Pragmatismus, Geduld, Dankbarkeit und Demut. Deine Energie ist die Stärke, die Disziplin. Wow, toll. Kraft, innere Kraft. Auf der anderen Seite, bei deinem Gegenüber oder möglichen Gegenüber, haben wir die Kommunikation. Das ist auch sehr schön. Denn du brauchst einen Partner oder eine Partnerin, mit dem du reden kannst, mit dem du dich austauschen kannst. Und zwar, ja, sehr intellektuell vielleicht oder auch sehr speziell. Also ich denke, das ist eine gute Kombination. Wie geht ihr miteinander um? 5 der Stäbe, das ist ein spielerischer Wettbewerb, ja. Ich glaube, das hat was zu tun, man neckt sich und man zieht sich hoch, also man zieht sich auf so ein bisschen. Unbewusst haben wir die 2 der Stäbe, man steht vor einer Weggabelung, wie geht's weiter? Wie mache ich das? Wie komme ich weiter? Wie komme ich voran? Wahrscheinlich beruflich genauso wie in privaten Dingen. Der Ratschlag ist der Ritter der Kelche. Liebevolle Energie. Ich denke gerade auch zur Krebszeit, also ab 17. ist es wichtig, besonders gefühlvoll, liebevoll zu sein, sich was Schönes für das Gegenüber auszudenken. Und wir haben den Ausgang 7 der Münzen. Das bedeutet, es kommt schon auch auf Details an, also Kleinigkeiten manchmal, die können ja auch zu Streit führen, ne? Also Kleinigkeiten. Das ist auch wieder sehr viel Erdenergie drin, also das, was du jetzt in die Tat umsetzt, kann langfristig Erfolg bringen, auch im Beziehungsbereich. Das ist ja erstmal sehr schön. Du musst da aber auch von überzeugt sein und deswegen ist es wichtig, dass du vorher natürlich deine Gefühle auch genau kennst. Nimm dir Zeit für dich selbst, ja, damit du auch weißt, was du dir wünschst und wo du hin möchtest, auch in Beziehungsdingen. Ob du jetzt Single bist oder schon lange in einer Beziehung drin, man kann immer mal was verändern. Und ich glaube, dass dir das als Zwilling auch gefällt, mal was zu verändern. Wir haben die 7 der Kelche. Da ist die Illusion wieder. Da ist Neptun wieder. Ja, da ist auch neue Möglichkeiten, Flirtmöglichkeiten.
Nun, wenn du Single bist, dann tob dich aus. Wenn du in einer Partnerschaft bist, überlege dir, wie wichtig dir die Partnerschaft ist, ja? Weil, wenn man flirtet und sich neue Gelegenheiten sucht, dann ist man auch schnell dabei, ja? Und deswegen sollte es darauf ankommen, wie sehr du in der Beziehung verbandelt bist. Und wenn das nicht so stark ist, dann solltest du dich aber vielleicht vorher lösen und nicht den einen gegen den anderen austauschen. Mit der Kraft haben wir die 10 der Stäbe. Es gibt noch ein paar Dinge zu erledigen, hinter sich zu bringen. Vielleicht auch ein Stück weit, ja, ich sag jetzt mal, Schwierigkeiten zu überwinden, Hindernisse, ja. Dinge, die vielleicht auch in einer Beziehung nicht so leicht sind, denn auch Beziehung ist ein Stück weit Arbeit. Wir haben das Ass der Kelche bei deinem Gegenüber. Da ist jemand, der dir sehr in Liebe zugetan ist, der auch, ich denke, mit sich selbst im Reinen ist und ja, dir auch Liebe geben und zeigen möchte. Dazu musst du natürlich auch bereit sein, offen sein, auch Zärtlichkeiten oder Kuschelabende, sage ich jetzt mal, zu verkraften. Ne? Nicht jeder hat zur gleichen Zeit dann eben auch, ja, ich sag mal, die gleiche Laune. Der eine möchte rausgehen, der andere möchte vielleicht lieber zu Hause bleiben und so weiter. Wie man das so managt, das können so Schwierigkeiten sein. Wir haben den Stern, die Heilung. Wir haben ja so diesen spielerischen Wettbewerb oder im Austausch miteinander. Und da wird jetzt auch was geheilt. Vielleicht wird endlich mal auch über ein paar Dinge gesprochen. Vielleicht kommen da ein paar Dinge zur Sprache, die relevant sind halt auch für die Beziehung. Also Heilung ist drin. Wassermann-Energie. Unbewusst haben wir die 2 der Stäbe und den König der Kelche, Zurückhaltung. Also ist man doch sehr fürsorglich, aber man hat immer auch seine eigenen Pläne. Die skorpionische Energie ist auch bisweilen ein wenig misstrauisch oder möchte vielleicht auch, naja, bestimmte Dinge nicht äußern. Ne? Der Ritter der Kelche, der Ratschlag und das Ass der Stäbe. Leidenschaft ist natürlich dabei. Aber Liebe sollte auch dazu gehören. Also nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Liebe gehören zusammen. Es kommt auf Detailfragen an und der Ritter der Schwerter ist die Energie, sich zu informieren. Also sich schlau zu machen, was braucht auch dein Gegenüber, ja? Vielleicht auch im Austausch, im Gespräch, worauf kommt es dir an und worauf kommt es deinem Gegenüber an? Also manche Prioritäten liegen ja anders. Ne? Jeder hat eigene Vorlieben oder Dinge, die ihm oder ihr wichtig sind. Ja, jetzt hast du viele Möglichkeiten, vielleicht bist du auch irritiert durch die externen neuen Möglichkeiten, die sich da ergeben, ja, im Job zum Beispiel. Und weiß nicht so recht, aber du kannst mit deinem Partner, deiner Partnerin sprechen. Also denjenigen oder diejenige ins Vertrauen ziehen. Das wäre zum Beispiel eine schöne Geste. Ja, auch als Single solltest du natürlich auch schauen, dass deine Ansprüche nicht überdimensional sind und dass du eben nicht nur die Leidenschaft mit Liebe verwechselst, sondern wenn du jemanden suchst, der langfristig bei dir bleibt und mit dir durch dick und dünn geht, dann solltest du eben auch ein paar Detailfragen mit dieser Person auf jeden Fall klären. Wir haben die Karte Schlummerstunde für dich. Das heißt, da ist so ein bisschen die Beziehung auch auf Eis gelegt oder ruhend. Ja, man ist vielleicht schon lange zusammen oder man ist eben Single und weiß noch nicht so recht, ob man jetzt eine neue Beziehung möchte. Wir lesen erstmal die Karte vor. So, die Grundbedeutung der Karte ist Erholung, Erneuerung und Verjüngung. Sich eine Auszeit nehmen und träumen. Die Beziehungsbotschaft. In Herzensdingen solltest du jetzt keine Pläne schmieden. Wenn du ohne Partner bist, so ist dies ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten und dich selbst besser kennenzulernen. Gibt es jemanden in deinem Leben, dann entspanne dich und sei einfach mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Dies ist keine ereignisreiche Zeit. Versuche nicht, irgendetwas zu erzwingen. Überlasse dich dem natürlichen Fluss des Geschehens, bis ganz von selbst eine schöne Phase der Erneuerung eintritt. Geduld ist jetzt der Schlüssel zur Erfüllung deiner Herzenswünsche. Es geht jetzt nicht darum, aktiv zu werden, sondern gönne deiner Partnerschaft eine Ruhepause, aus der neue Liebe und Nähe erwachsen können. Also,
gar nicht so angestrengt nach etwas suchen. Aber ich glaube, nette Gesten kommen immer gut an. Und natürlich die Information. Ne? Wenn du viel zu tun hast, viel arbeiten musst, dass du das deinem Partner oder deiner Partnerin bitte auch mitteilst. Also, dass du das jetzt nicht nur für dich behältst, sondern dass du auch, naja, ich sag mal so, dieses Bedürfnis hast, dem anderen, der anderen mitzuteilen. Du pass auf, ich habe so einen Stress und so, ich bin müde und dies und das. Es ist also sehr ruhig. Trotzdem braucht auch der, ich sag jetzt mal, toleranteste Partner oder die toleranteste Partnerin auch mal ein Zeichen, dass du noch interessiert bist oder dass der andere, die andere dir wichtig ist, ja. Also kleine Aufmerksamkeiten wären schon nicht schlecht, zumal am 17. ja auch die Krebsenergie eintritt und dann eben auch sehr sensitiv macht, sehr empfindsam macht. Und wenn man dann mit dem König der Kelche sich da weitestgehend zurückzieht und so gar nicht mehr groß miteinander spricht, dann könnte sich der eine oder andere auch vernachlässigt fühlen oder gar nicht mehr wichtig erscheinen, ja. Und das ist natürlich auch etwas, was unausgesprochen ist, aber was so in der Luft schwebt, ja. Also ich denke mal, dass du Leidenschaft leben möchtest, dass du ein paar Dinge noch aus der Welt schaffen kannst für dich, dass du das deinem Gegenüber natürlich auch mitteilen kannst, dass sich ein paar Dinge gerade biegen lassen, dass man über Dinge spricht, vielleicht auch über Detailfragen, auch des Alltags, ja. Und dass man auch vielleicht mit den Sieben der Kelche über seine Träume spricht, das, was man sich wünscht. Dabei bist nicht nur du gemeint, sondern eben auch dein Gegenüber, wenn es sich so ergibt. Schlummerstunde heißt nicht, dass man das machen muss, aber es ist halt durch die Karten auch und durch die Astrologie, denke ich mal, steht es so im Raum, sich ein bisschen auch in Partnerschaft, ja, so ein bisschen zu öffnen, ne? Wir haben das Ass der Münzen, das, was man jetzt sät, wird man später ernten. Und je weniger man investiert oder Arbeit und Muße da hineinsetzt, desto weniger kommt am Ende auch dabei raus, muss man ja auch sagen. Also es kommt immer darauf an, wie du dazu stehst, was dir wichtig ist, ob die Person für dich relevant ist, wichtig ist. Und das solltest du dann auch zumindest ein bisschen mal zeigen, ja. Bei allem Stress und aller Begeisterung vielleicht für externe Dinge sollte eine Partnerschaft auch nicht zu kurz kommen, ja. Das kann man vorübergehend mal machen, wie gesagt, wenn viel zu tun ist und so weiter, aber dauerhaft ist das eigentlich ein No-Go für eine Beziehung, denn dein Gegenüber fühlt dich dann total stehen gelassen, ja. Und das würde dir auch nicht gefallen, glaube ich, ne. Also, du entscheidest natürlich. Wir haben hier sehr viel Liebe auch für dich. Wir haben aber auch die erhöhten Anforderungen und Träume natürlich. Aber wir haben auch die Kommunikation. Das ist ja deine Stärke. Und ich denke, damit kannst du vieles aus der Welt schaffen. Und wenn du das kannst, dann solltest du das auch tun. Also, lieber Zwilling, ich wünsche dir natürlich einen wunderschönen, harmonischen Monat Juni. Bleib bei der Ruhe, bei den Zwischentönen, bei dem sich auch mal zurücknehmen, auch in sich hineinspüren, immer mal wieder Pausen einlegen, ja, nachdenken, was ist jetzt zu tun, dass man nichts vergisst, gut zu organisieren. Und das kann man vielleicht gegebenenfalls auch mit dem Partner oder der Partnerin machen. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, wie du es erlebt hast oder wie du dich selbst darin wiedergefunden hast und was du davon vielleicht auch angewendet hast, würde ich mich freuen. Wenn du Fragen hast, Anregungen oder auch eine persönliche Legung möchtest, findest du unten in der Infobox die E-Mail-Adresse. Da kannst du mich gerne kontaktieren. Und wenn es dir gefallen hat, lass natürlich ein Däumchen hoch da. Dann freue ich mich. Ich wünsche dir einen schönen Juni und sag bis bald.